Schau an, mein Cousin Fel. Hallo, Cousin Fel. Hey Sal, was geht? Oh, nicht viel. Ich sitze hier bloß und überlege mir, welchen Film ich als nächstes mache. Oh, dann hilf mir. Ich fange eine Formensammlung an. Okay, wie kann ich dir da helfen? Guck dir die Formen an. Ich kann sie nicht klassifizieren. Okay, also es gibt viele Arten, sie zu gruppieren. Eine Möglichkeit wäre, dir zu überlegen, wie viele Seiten jede einzelne Form hat. Das ist eine Art, sie zu gruppieren, nach der Anzahl ihrer Seiten. Oh, wie kriege ich denn das raus? Okay, lass uns alle Formen anschauen und darüber nachdenken, wie viele Seiten sie haben. Also diese erste Form hier, das ist eine Seite. Wir sehen diese gerade Linie hier, diese gerade Linie zwischen den beiden Ecken, das ist eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten und vier Seiten. Also diese Form hier hat vier Seiten. Okay, das habe ich verstanden. Was ist mit dieser Form? Okay, lass mal sehen. Diese Form, also gleiche Idee. Diese scheint auch 1, 2, 3 und 4 Seiten zu haben. Oh, was mit dieser? Okay, diese, also diese ist ganz schön interessant. Diese Form hat keine Ecken und sie hat auch keine Seiten. Es gibt hier keine geraden Ränder, siehst du das? Diese ganze Form ist gebogen. Da sie keine Ecken hat, hat sie auch keine Seiten. Zumindest nicht im engeren Sinne. Also ich würde sagen, dass diese Form hier keine Seiten hat. Null Seiten. Ich schreibe das für dich nochmal ordentlicher. Ja, ich mag's echt ordentlich. Okay, null Seiten und sie hat keine Ecken. Ach, lass mich das für alle aufschreiben. Diese hat vier Seiten und wir könnten auch die Ecken zählen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Ecken. Vier Ecken. Diese Form hier hat auch vier Seiten. Wir zählten das bereits und sie hat auch 1, 2, 3, 4 Ecken. Also vier Seiten und vier Ecken, das trifft auch auf diese Form zu. Diese hat keine Seiten und auch keine Ecken. Was mit der grünen? Okay, lass mal sehen. Eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten und vier Seiten. Und sie hat auch 1, 2, 3, 4 Ecken. Also dieses vier Seiten und vier Ecken, das trifft auch auf diese Form zu. Haben alle Formen vier Seiten und vier Ecken? Nein, ganz und gar nicht. Diese hier hat null Seiten und null Ecken. Und dann schau mal, diese scheint nicht vier Seiten oder vier Ecken zu haben. Wir zählen sie mal schnell. Wir haben 1, 2 und 3 Seiten. Also diese hat drei Seiten. Und wenn wir die Ecken zählen, 1, 2, 3 Ecken, hat sie drei Ecken. Oh, vielen Dank, Cousin Sal. Oh, ich bringe immer durcheinander, ob du mein Cousin oder Onkel bist. Aber eigentlich weiß ich, dass du Cousin Sal bist. Ich habe in einem Formmagazin gelesen, dass man auch anders ordnen kann, nämlich danach, ob alle Seiten die gleiche Länge haben. Welche haben alle gleich lange Seiten? Okay, ganz ruhig, lass mal sehen. Wenn du dir diese Form anschaust, sie hat vier Seiten, aber wir sehen, dass diese Seite hier, diese grüne Seite, deutlich kürzer ist als diese lilane Seite. Also alle vier Seiten hier sind nicht gleich lang. Aber wenn wir uns diese Form ansehen, diese Seite sieht zumindest so aus, als wäre sie gleich lang wie diese Seite. Und diese sieht so aus, als wäre sie gleich lang wie diese Seite. Und die sieht so aus, sie wäre gleich lang wie diese Seite. Es sieht so aus, als ob alle Seiten gleich lang wären. Das trifft auch auf diese grüne Form zu. Diese vier Seiten sehen alle gleich lang aus. Das gilt auch für diese dreiseitige Form. Diese Seite sieht gleich lang aus wie diese Seite. Die sieht gleich lang aus wie diese. Oh, vielen Dank, Cousin Sir. Jetzt kann ich endlich meine Formen klassifizieren. Das ist fantastisch. Oh, ich bin froh, dass ich helfen konnte.